Hey Leute, ich bin Loco. Ich bin in Notruf Hamburg heute wieder als Krimineller unterwegs. Und heute bin ich wieder nicht alleine unterwegs, sondern mit... Hey Leute, hier ist Bimo. Ja, Leute. Ey, Loco. Ja, Bimo, was ist los? Ich hab gehört, dass nur Menschen den Channel abonnieren dürfen. Du hast recht, Bimo. Also, wenn du ein Mensch bist, dann probier doch einfach mal aus, ob du mich abonnieren kannst. Und über ein Like würde ich mich auch freuen. So, Leute, wir rauben auch direkt hier mal, weil das hier noch offen ist, hier den Hafen aus. Setzt du bei mir auch kurz ein? Ich habe leider noch keine Bombe. Achso, ist beides frei? Also, gelb war frei, grün ist dann, denke ich, auch frei. Ja, ist frei. Okay. Ab geht's. Ich habe perfekt zwei Bomben. Ich platziere einfach eine hier und dann dankeschön. Und geht's. Oh, yeah. Okay. Oh, es ist Gold drin sogar. Okay. Cool, Leute. Ich habe eine Pistole. Sehr cool. Oh, das ist richtig cool. Kannst du direkt beim Schmuggler über dir verkaufen? Oh, nee, ich weiß gar nicht, ob der diesmal hier ist. Ach nö, der ist ganz auf der anderen Seite. Ja, das ist leider so jetzt. Vor allem, der ist ja auch ganz doof. Man muss da immer wieder mit einer Leiter hoch oder voll den weiten Weg laufen. Echt? Wenn er links ist? Ja, ja. Fahren wir gleich nochmal hin. Deswegen. So, Leute, ich habe den Container leer. Ich springe hier runter, lebensmüde, und stecke schon mal in sein Auto ein. Und als wäre hier niemand. So, Bimo kommt da auch schon und ab geht's. So, Leute. Einmal alles Gold weg und schon haben sich die Waffen wieder ausbezahlt. Ach, Bomben. Ganz schnell meine Sachen. Ja, genau. Bomben und Sachen auffüllen. Bomben. Ich kaufe nicht ganz so viele, Leute. Ich glaube, ich kaufe nur... Ich hoffe, ich habe jetzt 5. Ja, ich kaufe nur 5. Polizei, aber ich glaube, der haut jetzt ab. Ist egal, komm, rein geht's. Ich bin sowas von drinnen, Junge. Wenn der hinterher kommt, den schießen wir einfach ab. So, Leute, wir sind in der Bank. Ich habe schon ein bisschen Leben verloren. Ich auch. Ich fress kurz einen Keks. Also die fahren gerade, glaube ich, irgendwie hinterher. Das ist unsere Chance jetzt. Oh, aber wir können hier kurz warten. Ich warte hier kurz. Wir warten einfach. Wir halten ein bisschen die Stellung. Leute, wir haben noch nicht mal die Bank ausgeraubt. Die Polizei steht schon da. Langsam ungemütlich für uns und es ist immer noch rot. Aber wir schaffen das. Ist nicht das erste Mal, dass wir das machen. Mal ein bisschen vorsichtiger weiter gucken. Nee, hier ist nichts mehr. Doch, der fährt weg. Ja, er fährt gerade weg. Ja, okay, den Bugatti sehe ich noch. Der steht da. Okay, alles sicher, Leute. Oh, oh, der kommt, der hat auch eine Vollautomatik. Gleich, wenn er hier reinkommt, sofort schießen. Okay. Ja, so, hinterher. Er ist rausgeflüchtet. Ja. Nicht getroffen. Mensch. Okay, jetzt haben wir halt die Aufmerksamkeit auf uns. Okay, Leute. Wir sind so drinne gerade, ohne dass wir die Bank ausgeraubt haben. Ja, genau. Oh, ich hab dich, glaube ich, getroffen. Ich hab nicht so viel Leben, leider. Okay, das wird nichts. Oh nein. Ich muss auch einmal zurück hier. Ich habe leider keine Kekse, das ist halt ein bisschen ärgerlich jetzt, aber vielleicht können wir jetzt... Nee, immer noch nicht. Mann. Okay, auf, der kommt. Okay, zurück. Vorsichtig, zurückgehen. Okay, wir warten lieber, bis die hier reinkommen. Das war besser. Wir haben hier überrascht in dem Moment. Genau. Was? Nein! Wie hat der das denn gemacht? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Hä? Siehst du irgendwen? Nee, leider nicht. Ich kann leider gar nicht um die Ecke gucken. Die springen noch voll hoch. Pass auf. Ja, ich habe einen. Oh, vorsichtig. Sehr gut. Ich werde schon hochgeholt. Super. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wo ist der? Der andere, wo ist der hingelaufen? Nein, ich hab mich getasert. Nein, Leute. Der andere lebt auch schon wieder. Das ist so gemein, wenn die miteinander arbeiten. Wie soll das Kriminell denn eine Chance haben? Die haben doch ihren Taser dafür. Genau. Ach, Leute, der erste Bankraub, ohne dass wir die Bank überhaupt gesprengt haben. Wir sind außer Form. Okay, Leute, Bimo wurde ins selbe Auto gebracht wie ich. Und wir werden jetzt ins Gefängnis gebracht. Oh Mann, Leute, ey. So, Leute, ich und Bimo sind jetzt im Knast. Leider hat's halt echt gar nicht geklappt diesmal. Aber nächster Versuch wird besser. So, Leute, ich bin schon wieder draußen. Oh, ich wurde zeitgleich mit dem eingebuchtet anscheinend. Geht's, Freunde? Ich und Bimo fahren jetzt zum Dealer unseres Vertrauen. Kauf mir jetzt nochmal die MP5, Leute. Sniper nehme ich jetzt trotzdem nochmal mit. Und eine Bombe kaufe ich auch. Und jetzt sollte ich wieder ausgerüstet sein. Okay. So, Waffen, oh, Polizei! Ja, habe ich mir schon gedacht, dass die hier auf einmal ist.
Okay, Leute, den ersten haben wir direkt erledigt. Ja, direkt abhauen hier. Da vorne. Ich glaube, der kommt schon. Ja, der kommt zu uns, Okay. Aber der bleibt in seinem Auto, der ein bisschen... Der schießt. Angst. Ich habe einen Sniper dabei. Von der Seite auf einmal. Von der Seite? Ja, aber der... Oh, noch ein Polizist. Okay, und... Ich habe ihn einmal getroffen. Und schon hau die wieder ab. Das war ja natürlich klar. Auf die Reifen schießen jetzt. Auf die Reifen schießen. Ach, so das bringt jetzt was. Okay. Ja, jetzt nach 8 Treffern gehen die kaputt. Okay. Aber du kannst nicht mehr durch Scheiben schießen. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Hat letztens jemand bei mir kommentiert. Oh nein, ich habe fast mein ganzes Leben schon wieder verloren. Mann. Ich hab ihn tot, ich hab ihn erwischt. Unter das Auto, seine Füße, okay. Ist K.O., Leute. Ich muss jetzt losfahren. So, Leute, ich muss mein Auto nochmal kurz reparieren, hatte eben einen kranken Unfall. So, Leute, Imo hat mir erzählt, dass bei ihm in den Kommentaren jemand geschrieben hat, dass man sich hier schnell reinlegen soll. Ich suche mir ein gemütliches Bett aus und... Ich auch schon. Ja, siehe da, Leute. Seht ihr das da oben? Voll cool, und wir haben die ganze Zeit immer Kekse benutzt. Oh, voll teuer gewesen. Kein Wunder, dass ich noch keinen Bugatti fahre. Genau. Hier ist gerade ein Polizist vorbeigelaufen. Was? Da ist einer. Oh nein, der hat mich abgeschossen. Oh nein, der hat mich hingesetzt. Ich kann nichts machen. Er hat mich auch? Was? Was ist er denn für einer? Was ist passiert? Lol. Als ob, hä? Und ich kann mich nicht befreien? Was ist das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Yo, da vorne ist eine richtige Mannschaft. Bibo, wir werden gesucht. Woher wussten die denn bitte, wo wir sind? Weil unsere Autos davor stehen bestimmt. Ja. Yo, wir sind jetzt wieder aus dem Knast gekommen. Und diesmal gehen wir unbewaffnet einfach mal den Juwelier ausrauben. Rein in den Juwelier, alles mitnehmen. So, da kommt jemand, aber ich glaube, der ist auch kriminell. Der wollte dich gerade hauen. Oh, der Diamant ist schon weg. Okay, Leute, wir sind komplett unbewaffnet. Wo steht dein Auto? So, hier vorne irgendwo, hier bei der linken Tür. So, Leute, wir hoffen, dass der letzte Raub hier vielleicht noch gut geht. So, hier noch. Ja, alles mitnehmen hier, alles mitnehmen. Die Ketten sind noch da, Bimo. Oh nein, ich höre Sirenen. Oh, ich glaube, die kommen gleich. Oh, das klingt nach echt viel. Klingt echt nach voll viel plötzlich. Was ist denn hier los? Ich habe den Typen, glaube ich, gerade aus Versehen geschlagen. Hoppala. Okay. Nicht unsere Schuld. Ich glaube, das ist Feuerwehr fast. Das kann sein. Ach, da ist ein Polizei. Da ist Polizei. Okay. Oh Gott. Warte. Renn mal weg. Versteck mich mal hier oben. So. Okay, er will den anderen festnehmen. Ich raub weiter aus. Ich versteck mich in seinem Auto. Ja, perfekt. Jetzt verstecken wir uns als Kriminelle einfach im Polizeiauto. Er liegt da. Mal gucken, ob du es merkst. Stopp. Los, lass auf den draufprügeln. Okay. Er rennt weg. Hinterher. Er hat keine Chance, Leute. Okay, ich muss einen Energy trinken. So. Oh, der macht ganz schön Schaden. Ja. So, und noch. Verklopf mal. Ihn. Und nochmal. Ich hab ihn fast. Der hat mir fast keinen Schaden. Der hat mir gar keinen Schaden gemacht. So. Der hat ja voll und viel. Ja. Ja, wir haben ihn. Ja, wir okay, komm. Wir brauchen. Wir rauben noch den Rest aus da vorne. Crazy. Yo, Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr so eine Challenge vielleicht auch mal sehen wollt. Also, dass wir quasi ohne Waffen den Juwelier und die Bank und sowas ausrauben. Oder was... Oh, Gottes Willen. Oder was ganz anderes Verrücktes. Schreibt's gerne in die Kommentare. Okay, weg schnell, da kam Polizei, Leute. Wir sind jetzt auf der Flucht. Jetzt haben wir es wenigstens einmal geschafft zu entkommen, ey. Ja komm, das bringen wir noch schnell zum Dealer. Das ist immer noch nicht safe. Wir sind immer noch auf Gefahr. Da hinten in der Villa ist er. Und hier kann man sich auch bestimmt super gut verstecken. Dealer, krasses Haus hast du dir gekauft. Ehrlich, richtig Respekt hier. Okay,
Okay, so, Juwelier. Zack, 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 zack. Ich habe immer noch fast 30.000 Minus gemacht heute. Sehr gut. Yo, Leute. Das war heute ein richtiger Reinfall. Ich bin euch ehrlich. Ich bin euch ehrlich. Das war nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, müsst ihr abonnieren, Leute. Um keine Videos mehr zu verpassen. Schaut in die Beschreibung für Bimus Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.